1200 Euro im Jahr, so hoch sind im Schnitt die warmen Betriebskosten einer 80 Quadratmeter Wohnung, also die Ausgaben für Heizung und Warmwasser. Tendenz steigend, das ist die Frage, wahrscheinlich schon. Kein Wunder, dass viele Verbraucher schon von der zweiten Miete sprechen. Dazu kommt, die Abrechnung erfolgt ja meist nach mehr als einem Jahr, so dass die Verbräuche für viele Mieter nicht mehr nachvollziehbar sind. Was also tun? Tja, mit den Schultern zucken und weitermachen wie bisher oder einen finden, der sagen kann, worum es geht. Das ist Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen Mieterbundes e.V. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Wieso sind Heizung und Warmwasser für viele Mieter zur sogenannten zweiten Miete geworden? Die Energiekosten sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Etwa seit 2005 ist Gas um 33% teurer geworden, Öl um 56% und Fernwärme sogar um 46%. Wenn man jetzt mal hingeht und auf das Jahr 2000 guckt, also vor 14 Jahren, dann ist die Steigerung insgesamt 100%. Und das schlägt sich natürlich in höheren Heizkosten nieder und treibt damit die Wohnkosten insgesamt in die Höhe. Habe ich jetzt als Mieter denn gar keine Chance, meine Kosten zu senken? Im Moment habe ich wenig Chancen, das hinzubekommen, weil ich nur selten und vor allen Dingen mit deutlichem zeitlichem Abstand von 12 bis 15 Monaten danach die Information über mein Verbrauchsverhalten erhalte. Und genau da setzt das Pilotprojekt Bewusst Heizen, Kosten sparen an dem wir als Deutscher Mieterbund auch beteiligt sind. Hier sollen Mieterinnen und Mieter sehr kurzfristig, das heißt etwa innerhalb von 4 Wochen, Informationen darüber bekommen, was sie verbraucht haben und haben dann die Chance, unmittelbar darauf zu reagieren. Wir sind guter Dinge, dass auf diese Weise eine wirkliche Kostenersparnis zustande kommen kann. Jetzt sagen Sie, Sie haben das Pilotprojekt. Welche Chancen gibt es denn, dass aus diesem Pilotprojekt am Ende doch mal ein bisschen was mehr wird? Da gibt es eigentlich 2 Voraussetzungen dafür, dass es mehr werden kann. Die eine ist, man braucht regelmäßige unterjährige Verbrauchsinformationen, nicht nur damit man sie sehen kann, sondern sie müssen auch wirklich zu einem Rückgang des Energieverbrauchs führen. Und das andere ist, dass Mieterinnen und Mieter das unter dem Strich auch merken. Also das heißt, dass sie merken, für mich wird jetzt das, was ich für an Heizkosten, an Energiekosten aufzubringen habe, das wird für mich jetzt weniger, spürbar weniger. Wenn das beides passiert, dann hat das eine richtig dicke Chance, dann irgendwann mal eine ganz große Nummer zu werden. Sagt Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen Mieterbundes e.V. Vielen Dank. Gerne.